So, zurück hier auf Volksblatt Online. Schön, dass Sie weiterhin dabei sind. Die beiden Studiogäste, der Adolf Heeb und der Jakob Büchel, sind natürlich auch noch da. Im ersten Teil haben wir etwas zurückgeschaut. Wir haben über die kleineren und größeren Sorgen geredet. Und ein Teil dieser Sorgen ist mit einem Namen verbunden, natürlich Harry Quaderer. Adolf, was geht in dir vor, wenn du diesen Namen hörst? Also immerhin hat ihr euch ja nun wirklich ziemlich beschäftigt. Du lächelst. Ich habe jetzt ein Lächeln gesehen. Also er hat mich das beschäftigt und... Ich habe den Konflikt eigentlich gar nie verstanden, weil ich habe mit dem Vater von Harry Quaderer ein hervorragendes Verhältnis gehabt. Er ist unser Senioren, eigentlich der Ausgangspunkt von der Seniorenstimme. Und auch solange der Vater gelebt hat, ist das problemlos gegangen. Es hat nachher einfach die Diskussionen gegeben. Und ich meine, der Harry Quaderer ist ein explosiver Mensch. Und vertritt natürlich seine Meinung und schlussendlich hat das einfach, vor allem dann in den Diskussionen ums Spital, hat es dann zu den entsprechenden Auseinandersetzungen geführt und das hat dann schlussendlich auch zum Bruch geführt. Aber wie ich vorher schon gesehen habe, ich träge das nicht nach. Für mich ist der Konflikt ausgesessen. Der Harry Quaderer hat sich für eine andere Lösung entschieden und das muss er jetzt selber tragen. Immerhin fand ich es jetzt wirklich sehr sympathisch, dass du am Ende noch ein bisschen drüber lächeln konntest. Also, er lächelt wieder. Jakob, trotzdem, es gilt als relativ sicher, dass der Harry Quader mit einer eigenen Partei bei den nächsten Landtagswahlen antreten wird. Schon mal Gedanken darüber gemacht, wenn jetzt vielleicht noch weitere VU-Mitglieder die Partei verlassen würden? Das wäre doch die totale Katastrophe, oder? Also, wie der Adolf Heeb gesehen hat, ist das Kapitel Harry Quaderer eigentlich abgeschlossen. Gut, aber schauen wir wirklich, er gründet eine Partei. Er hat sich so bekundet, dass er möchte eine eigene Partei führen. Das ist sehr ein weiter Weg. Es ist aber seine Sache, was er dort machen möchte. Und wir werden situativ dann schauen, wenn wir mit dem umgehen. Weil das wird dann wirklich spannend. Sollten eventuell dann noch welche, jetzt sage ich mal, überlaufen? Ja, eben, es ist nicht zu vermeiden. Gerade in der heutigen Zeit ist es ja so, dass erstens einmal eine Volkspartei wie wir eine grosse Breite abdecken und dass die Grauzone an den Rändern immer ein bisschen grösser werden. Und wir werden versuchen, mit einer guten Politik unsere Wähler zu überzeugen. Das ist ein wichtiger Punkt, weil eins muss man dem Harry, glaube ich, lassen. Er sagt, was er denkt. Das mag sicher nicht jeder, manche finden das aber vielleicht erfrischend. Das könnte ja am Ende auch Wählerstimmen kosten. Ja, es ist immer so, dass im Wahlkampf natürlich jeder für seine Sache buhlt und es ist legitim. Und wenn die Partei überzeugende Arbeit macht, dann hofft man natürlich, dass die meisten der Partei auch die Stimme geben. Ich hoffe nur, dass es nicht zu einer sogenannten Piratenpartei ausartet. Wir sind gespannt, genau wissen wir es alle noch nicht, aber ich bin sicher, wir werden es relativ bald erfahren. Jetzt sind wir ja schon so ein bisschen bei der künftigen Landespolitik. Da war zu lesen, dass dich nun reizt, die Landespolitik mitzugestalten. Was ganz genau reizt dich da jetzt? Also was ändert sich unter dem neuen Präsidenten Jakob Büchel? Was sind so die ersten Sachen, die du machen wirst? Ja, also ist mal so, dass ich durchaus durch und durch ein politischer Mensch bin. Ich bin lange im Gemeinderat gesessen, Ruggell, nachher Vorsteher von Ruggell. Jetzt habe ich eine Pause gehabt und jetzt komme ich in die Landespolitik. Mit frischen neuen Ideen. Mit frischen Ideen. Es reizt mich auch sehr. Der Adolf Heeb hat sehr gute Arbeit geleistet, hat seinen eigenen Führungsstil gehabt. Ich werde vom Naturell her ein bisschen anderen haben und wir werden schauen, wie es in den Gremien dann funktioniert. Und die ersten Ziele, die ich habe, sind in diesen Gremien die Kommunikation anzuschauen, wie sie funktioniert und vor allem auch zwischen den Gremien, wie es funktioniert und dass man dann gemeinsam weitergeht. Es wird ja so sein, dass gegen Frühling zu natürlich schon Landtagsvorbereitungen dann anfallen und dort werden dann schon konkrete Schritte gesetzt. So ganz konkret klingt das jetzt noch nicht, was du da sagst. Also du hast gesagt, Kommunikation müsste verbessert werden. Das lässt darauf zu schließen, dass sie im Augenblick nicht ganz optimal hier und da ist. Was ganz konkret muss da getan werden? Ja, ich habe es ganz am Anfang schon gesehen. So ein grosses Gebilde wie eine Partei braucht natürlich laufend und immer Kommunikation. Also es wird nie
ändern. Mhm. Und das ist ein laufender Prozess. Konkret wird es dann, wenn wir über den richtigen Wahlprogramm gehen. Mhm. Jetzt sprichst du den Wahlkampf fast schon an. Es ist noch ein bisschen hin, aber ich denke, dass spätestens im nächsten Frühjahr das dann schon ein bisschen offensichtlicher wird. Jetzt könnte man annehmen, dass da intern schon mal geguckt wird, wer bei den kommenden Wahlen überhaupt sich zur Verfügung stellen wird. Er lächelt schon, also ich bin nicht ganz falsch. Laufen die Gespräche schon? Nein, ich bin jetzt seit einem halben Tag jetzt gewählt. Fragen wir den Adolf. Also so wie ich den Adolf gerade sehe, lief da schon etwas. Ja, sehr haben wir uns schon Gedanken gemacht, aber noch kein Gespräch geführt. Mhm. Und ich denke, es ist notwendig, dass man frühzeitig, vor allem interne Gespräche führt. Und ich denke, der Jakob, so wie ich ihn kennen wird, das jetzt sofort in Angriff nehmen. Mhm. Das ist wichtig. Vor allem Führungskräfte müssen abgestimmt werden, ob die nochmal zur Verfügung stehen oder nicht. Mhm. Du kennst das, die Gerüchte gehen natürlich schon um, vielleicht hast du sie auch schon gehört. Da gab es mal das Gerücht, dass der Regierungschef Klaus Schlüter nicht nochmal antritt. Inzwischen habe ich aber gehört, er soll doch wieder antreten. Kannst du da schon irgendwas sagen? Nein, doch kann ich noch gar nicht. Überhaupt nichts sagen. Nein. Okay. Nein. Auch noch nicht. Hugo Quadra, Renate Müssner? Das ist ja alles offen, da werde ich jetzt Gespräche führen, denn okay. Die nächste Woche. Okay. Versuchen kann ich es, fragen muss ich. Aber wir begnügen uns auch für den Moment. Damit so langsam müssen wir auch zum Schluss kommen. Aber bevor wir jetzt den Adolf Heeb noch fast endgültig in den Ruhestand entlassen, wollen wir natürlich noch wissen, was du jetzt mit deiner neu gewonnenen Freizeit machst. Sieht man dich wieder häufiger auf dem Velo? Ich würde sagen, ja, ganz sicher. Ich komme jetzt zwar gerade in eine schlechte Phase, jetzt wird es langsam Winter, aber ich habe schließlich im Keller und im Fitnessraum noch ein Stehensrad. Da werde ich mich auf den nächsten Frühling vorbereiten und ich hoffe, dass ich die Zeit nutzen kann. Zum Zweiten werde ich natürlich eine große Freizeit jetzt zu meiner Frau widmen, weil sie hat jetzt 6 Jahre lang in meiner eigentlichen Pensionszeit müssen büßen und da muss ich etwas nachholen. Also, da wünschen wir dir auf jeden Fall alles Gute für die Zukunft. Ich möchte eigentlich auch mal Danke sagen für die Zusammenarbeit. Es war nicht immer einfach, das liegt auch ein bisschen in der Natur der Sache. Aber ich glaube, man kann sagen, dass es immer anständig war. Adolf, vielen Dank. Ich denke auch. Und Dank, alles Gute. Wir haben immer ein gutes Verhältnis gehabt. So soll es auch bleiben. Und so soll es auch hoffentlich mit dem neuen Präsidenten, Jakob Büchel, weitergehen, dem ich natürlich auch ein glückliches Händchen wünsche. Und eigentlich auch hoffe, dass du uns im Volksblatt auch immer Rede und Antwort stehen wirst, auch wenn es vielleicht mal ungemütlich wird. Ja, genau. Medien sind ganz wichtig in der politischen Landschaft und haben natürlich einen hohen Stellenwert. Sehr schön. Vielleicht haben wir da heute mal eine gute Basis geschaffen für die Zukunft. Sage vielen Dank euch beiden und Ihnen natürlich auch herzlichen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.